Der Albtraum jedes Dribbelkünstlers, die Abfangjäger vor der Abwehr. Hier sind die besten Balleroberer der Top 5 Ligen in den vergangenen 5 Jahren. Mit einem Ex-Bundesliga-Kicker und einem, der es fast geworden wäre. Auf Platz 4 hat es Ruben Neves geschafft. In den letzten 5 Spielzeiten klaute er 1294 Mal dem Gegner den Ball. Durch seinen Wechsel nach Saudi-Arabien kann er von nun an Landsmann CR7 ärgern. Noch besser machte es Man City-Sechser Rodrigo, der insgesamt 1390 Mal den Ball vom Gegner eroberte. Nur knapp die Spitze hat der ehemalige Bayern-Spieler Pierre-Emile Højbjerg verpasst. Für Southampton und Tottenham schaffte er in den vergangenen 5 Jahren insgesamt 1418 Balleroberungen. Und von seinen Fähigkeiten hätten am liebsten die Bayern profitiert. Declan Rice. Kein Wunder, dass der Engländer so umworben ist. Mit 1453 Balleroberungen ließ er alle Konkurrenten hinter sich.